Einen wunderschönen guten Abend, liebe Medienvertreter, und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die Grizzlies Wolfsburg. Ich begrüße die beiden Trainer, Pekko Tirkkonen auf Seiten der Gastgeber und natürlich Pavel Groß auf Seiten der Adler. Herr Tirkkonen, erste Frage vorab: Wie geht es Marius Möschel und wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, Marius ist jetzt im Krankenhaus, das ist, was ich weiß. So, hoffentlich alles gut geht und... Und aber ja, das, ich kann nicht mehr sagen. Und zum Spiel? Ja, am Anfang gratulieren zum Heimmannschaft für diese 3 Punkte. Ich muss sagen, dass hier Mannheim das beste Gegner, wir haben gegen gespielt. Und sehr starke Mannschaft. 2-0 am Anfang für uns, das war ein schwer Start, aber dann haben wir zurückgekommen, 2-2. 3-2 in zweiten Drittel, haben auch eine Chance 4-2 machen, aber haben das nicht genutzt und dann ein paar Fehler, Scheibenverluste in Critical Points, dritte und vierte Tor, und ja, das war für unsere Seite vielleicht das Wichtigste. Dinge, was passiert ist heute so. Wir haben gut gekämpft, aber wie gesagt, in diesem Momentum, wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, so haben wir einige Fehler gemacht mit dem Scheibenverlust, und Mannheim hat diese Fehler genutzt und Torschüsse. Dankeschön, Herr Tirkkonen. Pavel, dein Kommentar. Ja, guten Abend. Ja, danke erstmal. Danke. Ich glaube, wir haben exakt das gesehen, was wir auch erwartet hatten. Das bedeutet ein enges Spiel. Wir haben eine Mannschaft gesehen, eine Wolfsburger Mannschaft, die natürlich nach wie vor sehr gut läuft, die läuferisch auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Und viele Zweikämpfe waren auch da in dem Spiel zu sehen. Und klar, ich würde es immer betonen, immer wieder sagen, wir dürfen nicht denken, wenn wir in Straubing 6 und in Augsburg 5 Tore schießen, dass wir hier kommen und dass wir überlegen, für 60 Minuten überlegen bleiben. Das geht nicht. Die Mannschaften sind gut. Wolfsburg ist eine gute Mannschaft. Ich bin froh, dass wir das Spiel auch in dem letzten Drittel entschieden haben. Ich bin froh auch, dass wir den Weg gefunden haben, im letzten Drittel noch das Tor zu schießen, das entscheidende Tor. Gut, dann war es natürlich auch ein bisschen zu hoch, aber das ist halt so, man nimmt den Torwart raus und wir haben mal die Chance genutzt. Aber das sollen eigentlich die neuen Adler auch sein. Nicht zu denken, okay, wenn wir nur 2-1 gewinnen oder nur 3-2 gewinnen, dass es nicht gut genug ist. Überhaupt nicht. Wir werden einfach über den Kampf auch gehen, über die läuferische Leistung auch gehen. Und wir haben ein paar Mal sehr gute Momentum eigentlich gehabt, wo wir in der Zone uns festgesetzt haben. Aber natürlich auch, wenn wir passiv werden, dann passieren solche Fehler, und die der Höhleitner zum Beispiel zweimal ausgenutzt hat. Und da müssen wir einfach immer aktiver sein, immer aktiver, nah an dem Mann. Und diese Fehler müssen wir einfach auch abstellen. Aber wie gesagt, wir nehmen das einfach heute. Es war ein starker Kampf und wir haben, glaube ich, heute auch eine sehr, sehr gute Mannschaft geschlagen. Vielen Dank, Pavel. So viel zu den beiden Statements. Gibt es Fragen? Pavel, ich muss es ja jetzt leider nochmal bemühen. Es war ja heute für dich natürlich kein ganz normales Spiel, weil du hast natürlich in Wolfsburg die letzten Jahre sehr erfolgreich verbracht. Kannst du uns einen Einblick geben, wie das jetzt für dich nach dem Spiel ist? Ich meine, vor dem Spiel und nach dem Spiel sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Geschichten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch bei der Pressekonferenz gesagt, ja, das ist nicht ein normales Spiel für mich gewesen. Auf jeden Fall, wenn du irgendwo 10 Jahre bist, dann sind das schon Spuren. Das ist ja klar, da würde ich jetzt auch nicht, da würde ich nicht lügen. Auf jeden Fall schon die Tatsache, dass wir am Anfang des Spiels uns mit Charlie einfach haben gewunken, einfach eher auf eine
Wechselbank, ich auf der anderen Wechselbank. Normalerweise waren wir 12 Jahre zusammen und schon das war eigentlich für mich ein bisschen ja, komisch. Aber wie ich schon gesagt habe, der Schiedsrichter hat die Scheibe geworfen da in der Mitte und das war für mich ein ganz normales Spiel und das war auch so. Und für uns alle hier wichtig ist nicht, was der Pellegrins oder Gross macht, wichtig ist, was die Organisation und was die Mannschaft, was wir machen als Mannschaft. Und als Mannschaft haben wir 3 Punkte gewonnen, nicht mehr. So ist es halt in der Liga, auch wenn du gegen eine ehemalige Mannschaft spielst und das ist das Wichtigste. Weitere Fragen? Alles beantwortet. Dann wünschen wir Marius Möchel eine gute Besserung, Ihnen eine gute Heimreise und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder am 2. Oktober 19.30 Uhr, dann geht es gegen die Iserlohn Roosters. Bis dahin, einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Das ist wichtig, auch es war keine schöne Situation da, aber alle haben mitgeholfen, das war gut und alles Gute. Ich meine, die Gesundheit geht voran und wir wollen gesunde Spieler natürlich und Akteure da sehen. Das war auch gut vor unserem Arzt, von Guido und vor den Jungs auch. Danke. Schöne Worte zum Abschluss. Ja. Schönen Abend. Gut.